Nachdem wir letzte Woche gehört haben, wie Johannes den Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu darstellt, haben wir es jetzt am dritten Sonntag im Jahreskreis mit der Anfangserzählung nach Lukas zu tun. Lukas ist das Evangelium, das in der Reihung des Neuen Testaments an dritter Stelle steht. Und der Autor des dritten Evangeliums ist auch der Autor der Apostelgeschichte. Der Beginn des öffentlichen Wirkens wird in diesem Evangelium eigentlich erst im vierten Kapitel dargestellt. Das heutige Evangelium beginnt aber zunächst einmal mit der gesamten Einleitung des Evangeliums. Und der Autor beschreibt, warum er sich daran gemacht hat, diese Ereignisse um Jesus aufzuzeichnen. Hören wir aber zunächst einmal den Text des heutigen Evangeliums. Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. In jener Zeit kehrte Jesus erfüllt von der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr soeben gehört habt, erfüllt. Aus dieser Einleitung des Evangeliums geht also hervor, dass zu dem Zeitpunkt, als Lukas sich an die Arbeit gemacht hat, um die Ereignisse um Jesus Christus aufzuzeichnen, bereits eine ganze Reihe schriftlicher Zeugnisse existiert haben. Also Evangelien und Spruchquellen, schriftliche Zeugnisse unterschiedlicher Natur. Und wir können fragen, warum sich jetzt der Autor überhaupt die Mühe macht, noch einmal ans Werk zu gehen, nachdem ohnehin schon alles vorliegt und, wie er selbst schreibt, alles wurde getreu der Augenzeugen aufgeschrieben. Die Erklärung dazu kann für uns eine wichtige Information enthalten, wie wir generell mit den Schriften auch des Neuen Testaments umgehen sollen. Die Begründung nämlich ist, dass der Autor dieses Evangelium an einen bestimmten Adressaten richtet, Theophilus. Wir wissen nicht mehr genau, wer dieser Theophilus war, aber Vermutungen legen nahe, dass er ein Angehöriger der Bildungselite war. Es scheint so zu sein, dass der Autor des Evangeliums es für notwendig befunden hat, die Ereignisse jetzt speziell auch auf diesen Adressaten hin noch einmal zu formulieren. Genauso haben wir es ja auch bei den anderen Evangelien. Sie richten sich jeweils an bestimmte Adressatengruppen und je nachdem, wer der Adressat ist, werden die Ereignisse um Jesus anders betont, anders herausgegriffen, jeweils unterschiedlich zur Sprache gebracht, damit die unterschiedlichen Adressaten die ein und dieselbe Wahrheit erfassen können und verstehen. Nach dieser Einleitung überspringt der heutige Text des Evangeliums die Kindheitsgeschichte, auch die Taufe Jesu und die Versuchung und setzt nach der Versuchungsgeschichte erst ein. Hier hören wir, dass Jesus nun zurückkehrt nach Galiläa. Die Taufe fand im Gebiet von Judäa statt und möglicherweise auch die Versuchung in der Wüste. Jesus kehrt jetzt zurück nach Galiläa und beginnt dort mit seinem öffentlichen Wirken. Auch darin finden wir eine wichtige Botschaft, denn es kann schon auch irgendwie erstaunen, warum Jesus nicht in Judäa mit dem Wirken beginnt.
Dort in Judäa ist Jerusalem, die heilige Stadt. Dort sind die religiösen Eliten, die politischen Eliten. Und wenn jemand etwas bewegen will, wieso gewinnt er nicht zuerst einmal die, die wirklich Einfluss haben in der Gesellschaft und etwas umsetzen könnten? Aber Jesus baut nicht auf die Mächtigen, er baut nicht auf die Großen, sondern er geht zu den Kleinen. Ja, indem er zurückkehrt nach Galiläa, eigentlich geht er zu den Verachteten. Denn die Einwohner von Judäa haben ja auf die Einwohner von Galiläa herabgeschaut. Galiläa grenzt ein heidnisches Gebiet und die Einwohner von Galiläa hatten immer wieder auch mit Heiden zu tun und galten deshalb auch für die Judäa als verunreinigt, also auf jeden Fall mindere Bevölkerung. Jesus geht zu den Ausgegrenzten, er geht zu den Kleinen, er geht zu den Armen, denn von ihnen her kommt wirkliche Wandlung der Gesellschaft. Zu ihnen geht er, zu ihnen predigt er und wie wir aus dem Text hören, löst er zunächst einmal Freude und Begeisterung aus. Er lehrt in den Synagogen und wurde von allen gepriesen. Nach diesem Beginn seiner öffentlichen Predigt kommt er zum ersten Mal in seinen Heimatort nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Ja, und dann heißt es, er ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Es fängt also zunächst einmal alles irgendwie in der rechten Ordnung an. Wir hören aus diesem Text heraus, dass Jesus es gewohnt war, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Er nahm also am Kult seines Volkes teil. Das hat er früher so gemacht und jetzt, als er zurückkommt, hält er diese Gewohnheit aufrecht. Alles ist noch gewöhnlich, alles ist ruhig, doch bald ändert sich das und Ungewöhnliches geschieht. Es scheint so, wie wenn der Evangelist bewusst dieses Wort wählt, Jesus geht wie gewohnt in den Sabbat-Gottesdienst, um damit eine Kontrastfolie zu erzeugen, denn bald geschieht Ungewöhnliches. Zunächst einmal beginnt alles in der gewohnten Ordnung. Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand, der längere Zeit abwesend war, wieder zurückkommt in seinen Heimatort und dann in die Synagoge geht, dass der aufgefordert wird, aus der Schrift vorzulesen und diese dann auch zu interpretieren. Entsprechend dieses Brauches wird nun Jesus eine Buchrolle gereicht, und zwar die Buchrolle des Propheten Jesaja. Daraus können wir entnehmen, dass Jesus aufgefordert wird, die zweite Lesung vorzutragen. Im Synagogengottesdienst wurde immer zuerst einmal ein Text aus der Tora vorgetragen, also ein Gesetzestext, das war die erste Lesung. Und die zweite Lesung war aus einem der Prophetenbücher. Zunächst einmal ist alles noch wie gewohnt. Jesus nimmt diese Rolle, eröffnet sie. Doch dann bereits eine kleine ungewöhnliche Nuance. Es heißt dann, er fand die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er fand das griechische Wort Heure, kennen wir von dem Wort Heureka. Also als Archimedes, das sein Verdrängungsgesetz im Wasser entdeckt hat, hat er Heureka gerufen, ich habe das Gesuchte gefunden. Es könnte sein, dass also Jesus nicht einfach die ordentliche Lesung fortgesetzt hat, die Stelle des Tages vorgetragen hat, sondern nach einer bestimmten Stelle gesucht hat, er fand sie und trug sie dann vor. Also das ist das erste Ungewöhnliche. Weiters ist dann ungewöhnlich, wie er mit dem Text umgeht. Denn Jesus verändert den Text und er bricht mitten im Text ab, er trägt nicht die ganze Stelle vor. Er lässt einen Satz unvollendet. Denn wenn es da zum Schluss heißt, dass ein Gnadenjahr des Herrn ausgerufen wird, im Originaltext heißt es, dass dann ein Tag der Vergeltung folgt oder dass dieser Tag auch mit dem Tag der Vergeltung, der Rache verbunden ist. Eine Rache gegen die Völker, die das Volk, das auserwählte Volk bedrängt haben. Also es ist ungewöhnlich, dass Jesus hier diese Stelle weglässt. Und dann ist ungewöhnlich, dass er die Buchrolle schließt, sie dem Synagogendiener zurückgibt und sich setzt. Da entsteht jetzt schon eine Spannung in der Synagoge. Denn Jesus sagt dann, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Jesus schließt das Buch, er gibt es zurück. Vielen fällt auf, vielleicht auch den Zusehern, wenn ich hier die Schrift auslege,
Ich habe immer das Wort Gottes, das Buch vor mir, zwischendurch schaue ich in das Buch hinein, ich lese das Wort vor und lege es aus. So geht man vor, wenn man einen Schrifttext interpretiert, wenn man ihn auslegt. Und das war auch normalerweise im Synagogengottesdienst so, man bleibt bei der Schrift und interpretiert dann teilweise auch Wort für Wort oder Satz für Satz das, was man vorgelesen hat. Jesus aber schließt das Buch an. Er gibt es weg, er setzt sich, alle Augen richten sich auf ihn. Die Aufmerksamkeit wird jetzt von der Schrift selber weggelenkt auf Jesus hin. Und damit werden wir jetzt auch daran erinnert, dass das Christentum keine Buchreligion ist. Im Zentrum steht das Wort, aber das Wort wurde nicht Buch, das Wort wurde nicht Schrift, sondern das Wort ist Fleisch geworden. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht also das fleischgewordene Wort, der Person Jesu Christi selber. Und das wird auch für alle kommende Schriftbetrachtung immer wichtig sein, auch wenn wir die Schriften der Bibel haben. Wenn wir diese Schriften nicht durch das lebendige Wort lesen, indem wir auf Jesus schauen, indem wir uns heute von ihm, vom Lebendigen, ansprechen lassen, dann können wir das Wort der Schrift nicht richtig verstehen. Das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort ist Leben geworden. Wer versucht, die Heilige Schrift am Leben vorbei auszulegen, wird den Sinn nicht wirklich verstehen können. Er wird sie nicht wirklich deuten können. Es ist nun auch wichtig zu sehen, in welcher Weise und wie frei Jesus mit dem geschriebenen Wort Gottes umgeht. Er liest einen Text aus dem Jesaja-Buch vor, doch es findet hier eine leichte Veränderung statt. Ich lese dazu zunächst einmal den Originaltext in deutscher Übersetzung vor, so wie er sich im Jesaja-Buch findet. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen, die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Soweit lest Jesus diese Stelle vor und doch bemerken wir auch eine Veränderung. Er überspringt dieses Wort über die Heilung der gebrochenen Herzen und er fügt eines ein, wo es um das Augenlicht geht, das dem Blinden geschenkt werden soll. Warum tut das Jesus und welche Botschaft kommt dadurch besonders zum Leuchten? Es scheint so zu sein, dass die zentrale Botschaft, die hier ausgedrückt werden soll, die Botschaft der Befreiung ist. Zweimal wird dieses Wort der Befreiung direkt angesprochen und einmal indirekt. Er hat mich gesandt, ja, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, wir kommen gleich darauf zurück, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, dann kommt das Wort von den Blinden, denen das Augenlicht geschenkt werden soll, die Zerschlagenen in Freiheit setze und den Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das, auch das Gnadenjahr des Herrn hat mit Befreiung zu tun. Ein besonderes Jahr, das alle 50 Jahre stattfinden sollte nach dem Gesetz der Tora, sollte die ursprünglichen Besitzverhältnisse im Land wiederherstellen und dazu führen, dass alle, auch die in Schuldknechtschaft geraten sind, wieder freigelassen werden mussten. Befreiung ist das zentrale Thema. Jesus ist der Erlöser, der den Menschen Freiheit schenkt. In welcher Weise geschieht diese Befreiung? Welche Art der Befreiung ist hier gemeint? Das Wort beginnt mit der frohen Botschaft. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Und wir können aus dem entnehmen, wie wichtig das Wort, die frohe Botschaft für die Freisetzung der Menschen ist. Und wir werden damit auf eine Tatsache hingewiesen, die uns heute ja gut bekannt ist. Viele kennen diesen Spruch, wir glauben nicht, was wir sehen, sondern wir sehen, was wir glauben. Worte, Botschaften haben eine ganz starke Auswirkung auf das, wie wir die Welt sehen, wie wir leben, wie wir uns selbst verstehen, wie wir mit anderen umgehen. Es gibt Worte, die sind heilend, die richten auf, die sind befreiend. Es gibt Worte und Botschaften, die kränken, sie drücken nieder und sie können lähmend sein. Es gibt so viele falsche Ideologien, so viele Ideen, die den Menschen schaden. Es können auch religiöser Natur sein. Und es ist bekannt, dass die schlimmsten Gefängnisse nicht die äußeren sind. Nicht die, die aus Stacheldraht bestehen und aus Betonmauern. Die gefährlichsten und schlimmsten Gefängnisse bestehen aus den Mauern im Kopf.
Es ist leichter, Stacheldrähte zu durchschneiden, es ist leichter, Betonmauern zu sprengen, als die Mauern im Kopf zu überwinden. Ein alter Spruch besagt, es war leichter, Israel aus Ägypten herauszuführen, als Ägypten aus den Israeliten hinauszubringen. Also das sind die eigentlichen Gefängnisse. Das sind die schlimmsten Gefangenheiten, die es für den Menschen gibt, wenn ihm etwas eingeredet wird, was seinem Leben schadet, dem Einzelnen, aber auch der Gesellschaft. Jesus kommt und bringt das gute Wort, das befreiende Wort, er reinigt das Denken und er befreit auch zu einem neuen Sehen. Darum das Wort vom Augenlicht, das dem Blinden geschenkt werden soll. Da geht es nicht um organische Heilung in erster Linie, genauso wenig wie beim Originaltext in Jesaja. Bei den Herzen geht es auch nicht um die organischen Herzen, sondern es geht darum, dass die Menschen zu einer neuen Einsicht kommen, einem neuen Verständnis. Ja, und dass sie letztlich selber sehen lernen, dass sie selber einsichtig werden und zu eigenem Denken befähigt werden. Jesus ist Heiland und Erlöser. Er setzt die Menschen in Freiheit und, jetzt kommt das Wort vom Gnadenjahr des Herrn, er macht es den Menschen möglich, dass sie aus aller Fremdbestimmung hinausgehen können in ihr eigenes Leben, in das Leben, das Gott jedem Einzelnen schenken möchte. Jeder hat sein einzigartiges Leben, seine einzigartige Berufung. Jesus führt aus den Gefängnissen der Fremdbestimmung. Er will die Menschen freisetzen, damit sie ihr wahres Leben vor Gott gewinnen, in der Freiheit der Gotteskinder. Ja, und so können wir heute an diesem Sonntag die Frage stellen, auch uns selber die Frage stellen, wo erlebe ich selber noch Unfreiheiten? Wo habe ich den Eindruck, dass in meinem Leben Ideen sind, Worte, die mich lähmen, ja, die mich niederdrücken, die mich kränken? Wo brauche ich die Erlösung? Wo brauche ich die Befreiung? Und eine zweite Frage auch die können wir stellen, wo habe ich das Wort Gottes schon als Befreiung erlebt? Ja? Welche Botschaft könnte ich weitergeben, weiterschenken, damit auch andere diese Freiheit erleben können, die Jesus uns allen schenken möchte? Er ruft das Gnadenjahr des Herrn aus und wir leben immer noch in dieser Zeit der Gnade, die Jesus verkündet hat.